Herzlich willkommen beim Angeln. Lasst euch mit uns zusammen treiben. Jörg und ich sind für einige Tage unterwegs, wollen vielleicht an verschiedenen Gewässern angeln, je nachdem wie es so läuft. Das sind alles Gewässer, die wir noch nicht kennen. Wir möchten was Neues ausprobieren und sind losgezogen für 6 Nächte. Film ab und viel Spaß. Ja, mein Camp ist bereits aufgebaut. Mein Zelt steht hinter mir. Ich habe sogar einen Winterskin drauf gemacht. Benutze ich normalerweise eigentlich nie, aber uns erwartet wirklich schlechtes Wetter. Und ja, wir gehen jetzt mal runter zusammen. Den ersten See, den wir befischen, das ist ein 70, 75 Hektar großer Stausee. Und was man schon ganz schön sieht, direkt so im Hintergrund, ich gehe mal mit der Kamera runter, das Ufer hier, das ist normalerweise überschwemmt. Der Wasserstand ist im Herbst jetzt schon ordentlich runtergegangen. Wir haben hier vor allem einen Sandboden. Das bedeutet also relativ wenig Nahrung. Natürliche Nahrung werden die Fische in dem Gewässer haben. Ich erwarte in den nächsten Tagen, dass die Fische gut auf die Futterplätze reagieren. Wir müssen mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Es ist zumindest so die Vermutung von Jörg und mir. Wir haben unterschiedliches Futter dabei. Partikel, natürlich auch Boilies, haben bewusst auf Pellets verzichtet an dieser Stelle, weil es hier in den Gewässern auch Welse gibt. Die möchte man natürlich möglichst nicht auf dem Futterplatz haben. Ja, wir sind gespannt. Wir haben keine großen Informationen über Fischbestände und über Größen. Und das wollen wir auch gar nicht haben, sondern wir sind ein bisschen so auf der Suche nach dem Unentdeckten auf dieser Tour. Und ja, ich bin gespannt. Sieht cool aus auf jeden Fall. Meine Ruten liegen auch schon. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier passiert. Jetzt aber schnell. Der Jörg hat einen Fisch drauf. So, ich renne runter mit euch zusammen. Jörgo, was ist los? Ja, ich weiß auch nicht. Da war die Rute krumm. Finger hing komplett unterm Blenk. Ja. Was hast du gefüttert? Partikel, Tigernüsse, Hanf und Boilies, Shellfish von Selfmade Baits, Hardhook Bait. Schuppi. Hey! Hey. Kopfstand. Was? Bist du auf der anderen Seite lang? Ja, warte mal. Hier, guck mal, wo die Schnur ist hier. Wo die abgesenkt sind. Ja, schöner Dunkel. Ja, ich guck mal den. Von deiner Seite? Ja, du kannst noch mehr reingehen. Warte mal. Das war ein ganz normaler Sweet Insect Dumble. Das war die andere Route, wo ich den Shellfish drauf hatte. In 18 mm mit einem halben 14 mm pinken Pop-Up drauf. Nicht gesaugt und gar nichts, nur als Eyecatcher.
So, da ist er. Richtig schöner, schlanker Schuppmann. Ja, da wir das Gewässer hier gar nicht kennen, verwenden wir sehr unterschiedliche Ködergrößen und auch ja, unterschiedliche Farben bei den Ködern. Ich finde, Farbe ist übrigens ein wichtiger Punkt. Manchmal vielleicht wichtiger als der Geruch. Also zu grelle Farben, wie ein Neongelb, richtig knackig grelles Gelb, würde ich hier jetzt nicht einsetzen. Da die Wassertrübung nicht so hoch ist. Wir haben hier eine Sichttiefe immer noch von 2 Meter und zu grelle Farben haben meiner Erfahrung nach auch eine Scheuchwirkung. Aber ich verwende schon Köder, die auffallend sind von der Farbe und auch vom Geruch. Ich möchte, wenn die Fische auf den Futterplatz kommen, dass die sehr schnell meinen Köder lokalisieren können und den dann im Idealfall auch aufnehmen. Ködergrößen sind auch unterschiedlich. Ich verwende jetzt hier Köder zwischen 18 mm und 24 mm. Zweimal mit gedeckten Farben. Eher ein Braunköder mit einem ja, leicht rosa Pop-up obendrauf, der auffällig ist, aber nicht so starke Kontraste bildet. Und 2 Köder, die schon auffallen, nämlich einmal ein Pop-up in 18 mm und einmal einen weißen 24 mm Bodenköder, ein Light-Hook-Bait von Selfmade-Baits, die wirklich ganz knapp nur sinkend sind, fast balanced und dadurch halt, wenn der Fisch den Köder ansaugt, auch extrem schnell ins Fischmaul gelangen und dann hat der Fisch halt auch am Haken hängt. Ja, das sind so die Strategien, die wir jetzt hier verwenden. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, um mal zu gucken, was passiert. Bis jetzt war es so, dass wir die Fische tatsächlich so auf eher hellere Köder gefangen haben und die Größe war relativ egal. Also wir haben sowohl auf Pop-Ups gefangen, am Multi-Rig, als gleich auch normale Bodenköder, aber dann auch beispielsweise in Weiß. Also schon etwas hellere Köder. Das funktioniert hier anscheinend ganz gut. Ich habe den Eindruck, dass der See einen guten Fischbestand hat insgesamt. Die Wassertemperaturen sind schon relativ runter. Wir haben nur noch 12 Grad Oberflächentemperatur. Das ist echt nicht mehr viel. Trotzdem konnten wir jetzt schon ein paar Fische fangen. Oh, hier piept es auch gerade bei mir. Mal gucken gehen. Konnten wir jetzt schon ein paar Fische fangen. Meistens nur kleinere. Also ich denke mal, die größten Fische, die wir jetzt hier so hatten, hatten vielleicht 10, 11 Kilo. Ja, einige da so mit 8 Kilo auch bei. Jörg hat einen kleinen gefangen, aber einen richtig schönen Fisch. Und ja, aber der Bestand scheint trotzdem ganz gut zu sein. Also es beißt für 12 Grad Wassertemperatur ganz ordentlich. Ja, es ist aber echt nochmal kalt geworden, die Nächte. So, ich gucke jetzt mal, was hier in meiner Route los ist. Ja, was haben wir eigentlich an Setup dabei auf so einer Tour? Das sind jetzt hier, das ist jetzt eine meiner Routen hier. Ich verwende Routen in der Länge von 3 Meter, sprich 10 Fuß, mit einer Testkurve so von 3 bis 3,5 Pfund. Das sind ein bisschen unterschiedlich. Einmal habe ich dabei die neuen Rova GRC Routen, die ich gerade auch noch am Testen bin, machen einen sehr guten Eindruck. Klar, Bissanzeiger, Rollen verwende ich, Affinity-Rollen von Penn. Und zwar auf den Routen, auf den nahen Distanzen immer eine monofile Schnur. Weil monofile Schnüre einfach sehr schön sinkend sind, viel besser als Geflecht. Geht eine monofile Schnur runter. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn ich die ein bisschen locker angeln kann, dass die so für den letzten Metern am Futterplatz wirklich schön auf dem Boden liegt. Deswegen eine monofile Schnur. Übrigens so bis 150 Meter meines Erachtens gar kein Problem mit Mono zu angeln. Und im Endeffekt kann man auch noch drüber hinaus mit Mono angeln. Man kriegt die Bisse sicher mit. Also das ist meiner Meinung nach ein Gerücht, dass man ab 100 Meter Geflecht angeln muss. So, aber sowas in der Richtung habe ich auch dabei auf den Rollen hier. Das ist kein richtiges Geflecht, das ist eine Berkeley Fireline. Eigentlich ja eine Schnur, die Spinnfischer viel verwenden, aber ich muss sagen, dass ich mit der Fireline sehr gut geangelt habe, jetzt auch beim Karpfenangeln. Die Fireline hat ganz gute Eigenschaften. Wenn man ein kleines Absenkblei reinmacht, geht sie wirklich schön runter auf den Boden. Und sie ist einfach mega abriebsresistent. Also ich habe noch nie eine Schnur gehabt, die so abriebsresistent ist. Fireline seit diesem Jahr auf meinen Rollen drauf. Auch hier wieder Pan Affinity Rollen. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Ist halt so eine Mischung, ne, aus monofiler und geflochtener Schnur. Verschiedene Fasern, die miteinander verklebt wurden.
Ja, ein Boot habe ich auch dabei. Hinten ein Slider von Zepter, ein ganz kleines Boot, aber an so einem Gewässer brauche ich halt auch kein riesengroßes Boot. Kleinen E-Motor ist dabei und im Boot habe ich dann halt mein Futter. Da können wir auch mal reingucken, was ich dabei habe an Futter. Oh, ich nehme euch mal mit aufs Boot. So, einmal ganz klassisch Partikel, Erbsen, Mais und ein paar Bohnen. Ich verwende deswegen nicht nur Mais, sondern auch gerne Erbsen und Bohnen, weil die halt einen hohen Proteingehalt haben, viel Eiweiß. Das ist für die Fische immer gut. Das ist mein Futtermix hier. Und dann habe ich noch Boilies bei. Auch hier. Können wir mal reingucken. So, zwei unterschiedliche Boilies, die ich hier auf den Futterplätzen einsetze. Auf einem großen Futterplatz, wo ich zwei Ruten drauf angel, da habe ich etwas Fischiges gefüttert. Das sieht so aus, verschiedene Größen, zwischen 26, 22 und 18 mm. Das ist der Pacific Muzzle von Self mit Baits, ein Boilie, den ich sehr, sehr gerne verwende. Wirklich ein richtig, richtig guter Köder. Ich habe ihn noch gesoaked mit ein bisschen Melasse einfach. Und den zweiten, den ich einsetze hier, das ist ein schneeweißer Boilie. So, und zwar der Scopex Plus, ebenfalls von Selfmade Baits. Und der Scopex Plus, schneeweiß heißt hier wirklich schneeweiß. Also ihr seht, das sind ganz kontrastreiche Boilies auf dunklem Boden. Ja, und das zieht sich halt nicht nur bei meinem Ködern so daher, sondern gleichzeitig eben auch auf meinen Futterplätzen. Auf der einen Seite mache ich ein bisschen was, was ein bisschen unauffälliger ist, und auf der anderen Seite versuche ich mal bewusst Akzente zu setzen, gerade mit Farbe auch. Wie gesagt, eben keine Informationen über das Gewässer. Es funktioniert mal das eine ganz gut, mal das andere ganz gut. Aktuell muss ich sagen, hat Scopex Plus wirklich ganz gut geklappt. Da habe ich auch nur kleinere Mengen von gefüttert und mehr oder weniger gespottet. Ich habe eine Route auch schon mal, dann, wenn ich irgendwo keinen Biss bekomme, lege ich die am nächsten Tag schon mal ein paar Meter weiter, Hose näher ran, bringe sie weiter raus, je nachdem. Das hat ganz gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite habe ich auf dem Futterplatz auch schon jetzt drei Fische gefangen mit dem Pacific Muzzle Boilie. Also es klappt eigentlich insgesamt hier ganz gut. Ja, das ist mein Futter. Einfach, aber funktional. Es klappt gut. So, gerade einen schönen Biss gekriegt. Ein Karpfen ist drauf. Diesmal kein Katzenwels. Schöne Goldfärbung. Ja, schöner Schuckmann ist es. Schöner Schuppi. Supi! Da ist er. Hat diesmal gebissen, der Fisch. Auf, seht es ja, zwei Tigernüsse und ein 14 mm Pop-Up oben drauf. So, hip. Ja, schöner Schuppenkarpfen. Cool, es ist Abend. Wir haben jetzt vielleicht eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, da hat er gebissen, bin gespannt, was in der Nacht noch passiert. Der Tag über war heute ruhig. Fische scheinen wieder auf den Platz zu kommen jetzt. Super. Okay, let's go. Der Jörg hat wieder einen Fisch drauf anscheinend. Schon vorgelaufen. Hui, ganz schön lange Wege. Der Wasserstand ist relativ runter hier am See. Wir haben knappe 60 Meter zu laufen.
Okay. Puh. Also ich glaube nicht, dass es ein großer Fisch ist. Aber Katzenwels? Ja, könnte sein. Also ich habe gerade mal Kopfschläge gemerkt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Warte mal, zwischendurch hat man mehr Widerstand. Hier ist auch kein Kraut im Weiher. Also wo er sich jetzt festsetzen könnte. Jetzt kommt er auf mich zugeschwommen. Kann ich wieder Meter machen hier. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich angel fast am anderen Ufer. Weil da nämlich heute keine Angler waren, die letzten Tage immer Angler waren. Und ich mir gedacht habe, wenn da genug Futter reingeflogen ist, dann hast du durchaus die Möglichkeit, da einen Fisch zu fangen. Jetzt ist ein bisschen mehr Widerstand. Aber Kopfschläge habe ich gerade nur einmal gemerkt. Jetzt wird der Widerstand höher. Alter, wieder. Alter, ich glaube, das. Nee, das ist ein Schuppmann, ich dachte schon. Mhm. Ich dachte schon, ich fange schon wieder so eine Perle wie. Mein erster Fisch hier. Yes, ja! Hey! Check! Kein Riese, aber man freut sich über jeden Fisch. Ja gut, du fängst ja immer nur kleine. Dafür bin ich bekannt. Du hast da auch einen Zahn, ne? Hast du den selbst erbeutet vom Drachen? Nee, ich habe tatsächlich mal ein Hai mit bloßer Hand zerlegt. Und ich sag, du fängst nur kleine. Pass auf, ey. Ich muss ja nicht immer so auf die Kacke hauen wie du. Das war der Köder. Scopex Plus. Dumbbell 22 mm und einen 18 mm halben Pop-Up obendrauf. Hat sich ein bisschen um den Haken gewickelt. So, ist er, der kleine Mitternachtsspritzer. Also sehr agil sind die Fische hier wirklich, muss man sagen. Das ist also die Standard-Einheitsgröße hier. Aber man freut sich über alles, was kommt. An einem unbekannten Gewässer. Meister Illner jetzt veranstaltet. So, Sportskamerad, wie sieht's denn aus? Oh, heftig sieht's aus. Oh, Leute, es geht echt brutal, ehrlich. Ich bin völlig fertig. Die Nacht war wirklich hart. Wir haben einige Fische gefangen. Ich habe gerade einen Doppellauf bekommen hintereinander. Ich habe hier unten auf der Route auch noch einen Fisch drauf, der rechten. Jetzt ist die linke Route dabei abgepfiffen. Ich bin platt. Ich bin einfach platt heute. Ja, das waren dann auch wieder 7 Läufe, ne? 8 jetzt. Ja, der 8 bestimmt, der 8. Lauf jetzt. Mit dem jetzt 8. Oh. Ja. Und die kamen ab heute Nacht. Ja, im Stundentakt. 11 Uhr, ja, wirklich im Stundentakt. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens. Fisch ist weg. Hast du geschnitzt? Ja, so aufgeschnitzt. Scheiße. Ja. Dann lege ich in die Route und in die nächste Route. Oh, ist ausgeschwitzt. Bin nicht böse. Bin echt platt. Bin wirklich fertig, ey. Ist nicht normal, was hier abgelaufen ist. Hier vorne, gerade vorm Kescher gehabt, da ist die andere Route abgelaufen. So, mal in den Kescher. So, hier ist er. Der ist wirklich ein kleiner diesmal. Ja, aber es brummt einfach. Wir haben die Nacht gar nicht mehr gefilmt, weil wir echt nicht mehr konnten. Einfach fertig gewesen, ey. Kaum geschlafen. Naja, aber das ist ja cool, ne, wenn die Fische so gut beißen. Dafür sind wir ja eigentlich angeln, dass es richtig gut läuft. Schön. Und bye bye.
Unfassbar, Leute, echt unfassbar. Letzter Fisch jetzt. Gerade ist die Rute nochmal abgelaufen. Es ist nicht normal. Ich habe keine Angel mehr im Wasser. Da drüben die Ruten sind raus. Hinter euch die Rute ist raus. Alles abgelaufen. Jetzt ist finito und wir fahren zum nächsten See. Und ein Spiegler. Schön selten, aber... Anscheinend gibt es die ja nicht so oft. Der letzte Fisch ist ein Spiegler, das ist ein Omen. Oh. Zack. Zwei Tigernüsse, ein kleiner weißer Poppy. Es läuft alles. Es ist egal, was du dran denkst, es läuft momentan bei uns alles hier. Richtig gut. So ein Spiegelkarpfen. Da gibt es hier echt nicht viele von. Der Jörg hatte ja schon so einen mega krasse Fully gefangen. Ja, jetzt haben wir noch diesen ganz kleinen. Eigentlich ähnliche Größe. Vielleicht wurden die hier mal eingesetzt in jüngerer Zeit. Ich vermute es fast. Schön. Die Angelsachen sind im Auto, wir sind wieder unterwegs zum nächsten Gewässer. Ja, wir sind müde, aber glücklich. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie es heute noch wird. Es ist ein grauer Tag heute, wieder ein bisschen anders als gestern, ob wir noch Regen bekommen. Aber ich denke mal, dann wird schon alles laufen. Jetzt geht's erstmal ab. Jörg, wie hat das hier geklappt bei Burger King in Frankreich auf Englisch? Ja, ist zum Kotzen, ehrlich. Also mit Englisch haben die es ja gar nicht, ey. Das ist ja eine Vollkatastrophe, ehrlich. Also ich kann sowas denn im Drive-In arbeiten, ja, wenn ich erstmal da meinen Kompagnon, meinen Kollegen holen muss, der dann erstmal für mich bezahlt. Hi, sorry about that. Okay. No problem. Das ist meiner, der Englisch kann. Das wievielte Fenster ist das jetzt hier? Das ist das dritte Fenster. Mal gucken, was uns jetzt für eine Überraschung erwartet. Ich bin schon wieder völlig gespannt, was hier jetzt noch schief gehen kann. Ja. Aufgrund unserer sprachlichen Barriere. So, wir mussten unsere Pläne ein bisschen umbauen. Wir waren an einem großen Stausee, der jetzt im Herbst allerdings extrem wenig Wasser hatte. Und dort, wo man nachtangeln darf, da war nicht dran zu denken, überhaupt zu fischen und vielleicht eine Wassertiefe noch von... einen Meter. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, mal was ganz anderes zu machen, nämlich an einem ganz kleinen Gewässer nur zu angeln. Wir sind auch alleine jetzt hier, es ist kein anderer Angler mit uns dabei. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier an diesem kleinen See in den nächsten Tagen fangen können. Es wird wahrscheinlich Freiwasserangelei sein, aber auch Angelei an den Uferkanten. Und ja, der Jörg, der hat sich Verstärkung einfliegen lassen. Jörg, erklär mal kurz, wer ist gekommen? Ja, Jana, meine Freundin, ist zu uns gestoßen und wird hier noch ein paar Tage mit uns verbringen und angeln und eine coole Zeit haben, denke ich. Ja. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Winken. Ja, Prost. Bis später. Ich möchte euch mal so ein bisschen was zu dem Setup erzählen, mit dem ich oder wir hier unterwegs sind. Das beläuft sich in der Regel erstmal auf die Rover Ruten, 10 Fuß, die 9. Ich muss sagen, habe die jetzt das erste Mal mitgehabt und bin wirklich sehr zufrieden damit. Die haben eine echt coole Aktion und auch wenn ich dem erst vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüberstand, muss ich wirklich sagen, ist das mit diesem teleskopierbaren, einziehbaren bzw. ausziehbaren Blank echt eine coole Sache. Vor allem habe ich ein extrem kleines Transportmaß und wenn ich so stalken gehe mit den Routen oder so, sind die eigentlich perfekt dafür. Die habe ich in 10 Fuß und in 3 Lips dabei. Das reicht hier für diese Art der Angelei auf jeden Fall vollkommen aus. Also eine sehr universell aufgestellte Variante. Dazu habe ich dann die Penfinity 2 LCC mit dabei. Mit einer 7000er Spule. Darauf habe ich eine 040er monophile Hauptschnur von Berkeley. Ja, ein paar Worte zum Futter, was wir hier verwenden. Eigentlich ist es das gleiche Futter, was wir auch schon im ersten See genommen haben. Ich habe jetzt hier im Eimer drin einen Partikelmix, der besteht aus Erbsen, aus Mais und aus Bohnen. Den Boilie habe ich ein bisschen verändert. In dem See, habe ich zumindest im Internet gelesen, gibt es auch Welse. Und deswegen habe ich mich jetzt hier bewusst für einen süßen Boilie entschieden. Das ist Peanut
ein ja, dunkelgelber Boily, der hier auf dem Sand, auf dem Kies, den es hier in diesem Baggersee gibt, auch nicht zu hohe Kontraste bildet. Und ja, riecht halt lecker nach Nuss und eben nach Pineapple, nach Ananas. In Größe 22 und in Größe 26 setze ich den jetzt hier ein. Und ja, das kommt auf die Futterplätze. Guten Morgen, wir haben zwei Nächte jetzt an diesem kleinen See geangelt. Ja, hatten zwei Bisse bekommen. Jörg hat einen Fisch gefangen, einen haben wir leider verloren und unsere Zeit geht jetzt langsam zu Ende. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg, packen noch alles ein, unser ganzes Camp steht hier noch. Jörg steht auch noch und dann geht's los, ne? Genau, ab nach Hause, eine warme Dusche, raus aus der nass kalte. Die Sachen sind alle gepackt, wir sind abfahrtbereit, es geht für uns nach Hause. Wir hatten eine tolle Zeit hier beim Angeln, haben einige ja, wirklich schöne Fische fangen können. Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen. Jörg hat einen ganz tollen Fisch gefangen, einen Fully. Ja, wird Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall auch. Ein bisschen wehmütig bin ich mal wieder, dass der Trip vorbei ist, aber nach dem Trip ist vor dem Trip. Vor dem Trip. Wird nicht der letzte gewesen sein. In diesem Sinne, bis bald. Macht's gut.